Hallo liebe Zuhörer, ich begrüße euch zum Channel hier, auf dem jeden Sonntag jetzt ein neues Audiostück zu hören ist, hier auf YouTube, und zwar mein Wort zum Sonntag. Jeden Sonntag wird jetzt ab heute ein Audiokommentar zu der vergangenen Woche zu mir kommen. Das kann um die Politik gehen, um Kritik, um persönliche Ereignisse, Anekdoten, was halt so kommt. Und da das jetzt ja noch nicht sehr alt ist und gerade erst angefangen hat, habe ich mir gedacht, ich lese stattdessen ein selbstgeschriebenes Stück vor, das jetzt erstmal gar nicht so viel mit der Woche an sich zu tun hat, aber heute mein erstes Wort zum Sonntag ist, das ist das Stück Google. Es ist aus dem Jahr 2010 und es ist sehr schnell, aber man kann sich ja mehrmal anhören, das ist der Vorteil vom Internet. Jetzt geht's los. Google. Als ich einen Freund fragte, sag mal, was kann das neue iPad? Sagt er, warte, ich google das kurz. Er dachte, ich klagte darüber, dass er das nicht so weiß. Aber Google ist on, weiß über alles und jeden Scheiß Bescheid. Fragte, was haben wir in Bio auf? Warte, ich google das kurz. Und ich dachte, woher soll das Internet das wissen? Doch ich wurde enttäuscht. Google wusste alles. BlackBerry Smartphone und FAQ, zeigst mir ein Foto und sagst, schau, das bist du. Bei Google. Die Zeitung, das Internet, was macht mich schlank, was macht mich fett, noch nicht genug, dann Google. Und ich fragte, Primavera hat den Kritiker verklagt und ich würde gerne mal wissen, was eine Person wie du dazu sagt. Doch ich hörte, ich schau mal im Internet. Bei Google. Ey, ich bin so Google, hab meine Scham der Maschine gegenüber überwunden, bin so Google Earth, Google Moon, so Google Street View und Google News. Ey, ich bin so Google, hab mich selbst und ein paar alte Freunde gefunden. Bin so Google Ocean, Google Mars, artikiere das alles, das aus Spaß, Google Airview, Google Home, Google Mail, Google Fail, Google YouTube und Frugal. Das alles werde ich überhaupt nicht vermissen, denn das alles habe ich längst von meinem Rechner geschmissen. Und dann kommt der Schocker. Wenn du mich mal fragst, wann kommt dein neues Buch raus? Denn ich muss es ja wissen, dann sag ich, google das doch. Das war's für heute. Wenn ihr es gut fandet, dann abonniert mich. Falls nicht, dann lasst es einfach. Ich bin nächste Woche wieder da und hoffe, ihr hört zu. Bis nächste Woche. Tschüss.